mein Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Felix ist auch mit dabei. Und wir fahren gerade zur Post. Ziemlich stressig, weil die Post macht gleich zu. Und gleichzeitig müssen wir noch meine kleine Schwester von der Schule abholen. Die hat nämlich ein bisschen früher Schluss, sodass kein Schulbus fährt. Und deswegen holen wir sie kurz ab, verbinden das direkt mit der Post. Und ja, wir wollten euch heute ein bisschen mitnehmen, weil wir gleich Wasserski fahren mit meiner Schwester und ihrem Freund und so und meinem kleinen Bruder. Und danach sind wir noch zum Grillen eingeladen. Also es ist so ein Sommerfest und genau, da fahren die eben alle Wasserski, ich nicht. Und dann grillen wir schön. Da wollten wir euch einmal so ein bisschen mitnehmen, euch so ein bisschen zeigen, wie die anderen das dann machen, so wie die Wasserski fahren. Genau, da waren wir letztes Jahr schon, das war richtig, richtig cool. Und da wollten wir euch heute jetzt einfach noch ein bisschen mitnehmen. Und heute ist auch so ein bisschen zeigen. Die Kleine ist gerade zu Hause, sie macht noch ihren 4-stündigen Mittagsschlaf, sollte aber jetzt bestimmt gleich, wenn wir zu Hause sind, wieder aufwachen. Und meine Mutter ist aber da, sie ist nicht alleine, keine Sorge. Und ja, wir holen jetzt also meine Schwester ab, bringen die Sachen kurz zur Post und dann ganz, ganz schnell wieder zu Hause, falls die Kleine wach wird. So, meine Lieben, Post ist ausgetauscht durch meine kleine Schwester. Das heißt, Post ist weg, Schwester ist eingepackt, jetzt geht's nach Hause. Und mal schauen, ob die Kleine schon wach ist. Und Felix geht dann noch ein bisschen auf die Baustelle, aber da werden wir dann im Bau auch wieder weiter für euch filmen. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Die Kleine ist in der Federwiege. Ich habe sie gerade gestillt und wir haben jetzt auch schon 1 Uhr und das heißt, in einer Stunde fahren wir ungefähr schon los. Und ja, Felix ist jetzt auch schon von der Baustelle zurück, weil er stattdessen macht so das im Auge. Das ist ja nicht so schaubrig. Felix war gerade noch duschen und jetzt macht er einmal die Federwiege, die schaukelt sich immer auf, also gerade schaukelt er sich immer auf. Da müssen wir jetzt auch nochmal eine neue Feder reinmachen, weil die kommt schon ganz schön nah an den Boden. Aber wir haben noch 2 Ersatzfedern, die man dann einhängen kann und dann hält er mehr Gewicht aus. Genau, Felix war jetzt also duschen und jetzt warten wir bis um 1 noch. Mittagessen werden wir, denke ich, nicht, damit wir halt nachher schön grillen, dass wir dann nachher Hunger haben. Wir essen ungefähr so um 5, 17 Uhr ungefähr essen wir. Ja, ich werde jetzt gleich noch die Wickeltasche packen und die Kleine hat sich heute noch nicht vollgespuckt. Ich bin echt mega begeistert, aber sie schläft auch relativ viel. Da sie hat ihren 4-stündigen Mittagsschlaf gemacht und jetzt schläft sie halt schon wieder, nachdem ich sie gerade gestillt habe. Also, mal schauen. Ziemlich müde. Sich immer wieder auf. Ja, und dann wollte ich gleich noch die Einladungskarten für die Taufe weitermachen. Die muss auch langsam verschickt werden. Bruder? So, mein Bruder hat mir eben geklingelt, der ist von der Schule gekommen, hat heute eine Stunde früher Schluss gehabt. Jetzt bin ich gerade im Babyzimmer, wie ihr seht. Und wir brauchen noch eine Wickelunterlage für die Wickeltasche. Und die letzte. Müssen wir nochmal neue kaufen. Ich glaube, ich habe hier noch welche. Ja, da haben wir noch ein paar. Ja, Wickelunterlage für die Wickeltasche haben wir nämlich letztes Mal aufgebraucht. Und ein großes Spucktuch für die Wickeltasche. Habe ich hier noch eins? Ja. Diese großen von Lessig, ich glaube, die sind einmal 1 Meter. Und die benutze ich immer zum Stillen, sehr, sehr praktisch. Und das haben wir letztes Mal auch jetzt voll gespuckt und deswegen. Oder die Kleine hat es voll gespuckt. Deswegen nehme ich jetzt ein neues. Ja, dann brauche ich noch allgemein ein Spucktuch für unten und ein neues Spucktuch für unterwegs. Das heißt, das nehmen wir nochmal mit. Und dann schaue ich mal, was die Kleine anzieht. Wir haben sehr, sehr schlechtes Wetter. Wenn ich mal gucke. Wir haben ja sehr schlechtes Wetter. Ich habe hier so einen Top an. Das ist aber jetzt hier auch in der Wohnung schon zu kalt. Also ich würde mir jetzt schon, ich habe das Gefühl, ich würde mir gerne was anziehen. Deswegen ziehe ich mir jetzt auch gleich was an. Und dementsprechend würde die Kleine einen Strampler anziehen, denke ich. Und einen langen Body drunter. Ja. Über das Thema Anziehen wollte ich jetzt auch nochmal sprechen, weil im letzten Vlog habe ich mir da einiges anhören müssen. Oder muss ich mir allgemein immer, ich ziehe die Kleine zu warm an und so und da wollte ich jetzt kurz nochmal drüber sprechen. Also im letzten Vlog waren wir bei der Nordsee oder an der Nordsee. Wir hatten an dem Tag höchstens 10 Grad.
allerhöchstens 10 Grad. Also es war echt kalt. Wir Erwachsenen hatten alle eine Jacke an. Und es hat auch doll geregnet an dem Tag. Und die Kleine hatte so eine dünne Strickjacke von Zara an. Darunter ein Body. Ja, und eine Hose. Und ich habe das Gefühl, oder ich dachte, das ist einfach, das reicht, das ist perfekt. Ihr Nacken war die ganze Zeit warm, sie hat nicht geschwitzt und ihr war aber auch nicht kalt. Und im Kinderwagen hatte sie dann noch eine Decke drüber. Als sie geschlafen hat. Aber ja, also ich hätte ihr jetzt nicht weniger angezogen, das werde ich auch nicht. Ich meine, bei 10 Grad dann nur ein Body. Ich meine, warum soll ich ihr weniger anziehen, als ich anziehe? Im Endeffekt. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Und ich denke, ich weiß am besten, was ich meinem Kind wann anziehe, weil ich genau weiß, wie das Wetter gerade jetzt in diesem Moment ist. Das wisst ihr nicht. Ihr wisst nicht, wie warm es oder kalt es hier gerade ist, sondern ihr könnt nur aus meinen Erzählungen das herausnehmen. Und im letzten Vlog habt ihr das auch eigentlich nur davon abhängig gemacht, was ich in die Wickeltasche gepackt habe. Und das finde ich auch irgendwie ganz, ganz komisch, weil ich die Sachen ja nur mitgenommen habe, falls das Wetter schlechter wird oder falls es besser wird. Und einfach, dass ich alles, was dabei habe, für alles, was dabei habe. Oder auch, dass ich, nur weil ich eine Jacke eingepackt habe und gesagt habe, sie zieht die Jacke jetzt an, wir nehmen die Jacke mit und die bekommt sie an draußen, dass wir sie mit Jacke in den Maxi-Cosi stecken oder in die Babyschale setzen. Das sind einfach so Sachen, davon geht ihr einfach aus und damit persönlich kann ich überhaupt nicht umgehen. Also ich schreibe doch keinem in die Kommentare bei anderen YouTubern zum Beispiel, du nimmst eine Jacke mit, aber dein Baby darf nicht mit Jacke in der Babyschale sitzen, weil ihr einfach schon direkt davon ausgeht, dass man das eben macht. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz strange. Also wenn ihr das seht in den Kommentaren oder wenn ihr es seht im Video, dass die Kleine mit der Jacke in der Babyschale sitzt, dann könnt ihr das gerne schreiben, weil da ist es ja auch so. Und dann nehme ich solche Tipps auch total gerne an. Ich meine, ich bin 19, ich bin das erste Mal Mama und es ist wahrscheinlich auch total normal, dass man da nicht alles richtig macht. Und ich mache auch nicht alles richtig. Gott, wer macht das schon? Wer ist das schon perfekt? Aber ich finde solche Sachen direkt so hinzustellen und auch das eine Kommentar, du bist eine total schlechte Mutter, dein Kind tut mir voll leid, es ist zu warm angezogen. Das sind einfach Sachen, die gehen einem auch einfach ans Herz. Ihr müsst mich da auch verstehen, ne? Ich bin eine junge Mama, ich versuche das Beste für mein Kind zu tun. Und dann kommen da Leute, die einfach, ich meine, an dem Tag habe ich vielleicht 2, naja, 5 Minuten von dem Vlog sind, glaube ich, nur von dem Tag. Und also bitte, habt ihr die Kleine überhaupt einmal gesehen? Ich muss mir das Video nochmal angucken. Ich glaube, ihr habt die gar nicht gesehen an dem Tag, außer einmal in der Federwiege. Also irgendwie. Ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll. Und mich greift das auch an und ich werde dann auch echt sauer, weil ich solche Sachen einfach überhaupt nicht mehr verstehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also gebt mir gerne Tipps und sagt mir auch, wenn irgendwas nicht richtig ist und so. Wie gesagt, ich nehme das gerne an, ich lese mir das auch alles durch. Aber solche Anschuldigungen finde ich einfach frech. Naja, es ist kalt draußen. Ich meine, ich war auch vorhin mit Jacke unterwegs und auf dem Rückweg vorhin nur so, weil ich einfach so geschwitzt habe von diesem Paket tragen. Aber jetzt, wie gesagt, ziehe ich mir auch gleich was an, weil mir einfach auch relativ kalt ist hier in der Wohnung. Wir haben hier im Haus ungefähr immer so 18, 19 Grad. Und das ist egal, wie warm es draußen ist. Hier im Haus haben wir immer 19, 18, 19 Grad. Und dementsprechend zieht die Kleine halt auch an. Und die Kleine bekommt immer das, was ich anhabe, bekommt sie auch immer an. Und meistens, man sagt, bei einem Baby soll immer eine Lage mehr, weil sie eben schlafen und beziehungsweise liegen und sich nicht so viel bewegen. Aber wenn ich das Gefühl habe, die Kleine friert, hat kalte Hände, kalte Füße, dann ziehe ich ihr lieber nochmal was an, wenn ihr Nacken kalt ist oder so. Aber ja, also bitte denkt einfach ein bisschen mehr drüber nach. An dem Tag haben wir übrigens auch fast alles aus der Wickeltasche gebraucht, weil einige auch sagen, du nimmst viel zu viel mit und ziehst das Baby total umsonst an. Es ist so, die Kleine ist ein absolutes Spuckbaby und wir brauchen mindestens 4 Outfits am Tag. Letztes Mal hatten wir sogar 5 Outfits. Also ein Outfit trägt sie immer über Nacht, das müssen wir morgens direkt wechseln. Eins trägt sie dann über den Mittagsschlaf hinaus, danach müssen wir sie immer umziehen. Und dann geht es immer so weiter. Ich muss mich auch teilweise dreimal am Tag umziehen, weil sie einfach alles voll spuckt. Und dann auch zu sagen, du ziehst die Kleine ja nur so oft um, weil du alle deine Klamotten benutzen willst. Also wie leer meine Schränke manchmal sind, oder die Schränke von der Kleinen. Nein. Also sie hatte schon mal alles an, was ich habe. Jetzt kommt die Sonne gerade raus. Yeah.
soll auch besser werden heute Nachmittag. Und dementsprechend packe ich auch gleich kurze Sachen, aber auch lange Sachen mit. Weil ich nicht weiß, wie das Wetter eben wird. Wisst ihr, was ich meine? Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr es jetzt verstanden habt. Ich rechtfertige mich eigentlich nie und ich mache das auch total ungern, weil wenn ihr die Meinung habt, dann akzeptiert ihr es sowieso nicht und so. Aber denkt einfach mal ein bisschen nach. Denkt ein bisschen mehr über den Tellerrand hinaus, sage ich immer. Ne? Weil manchmal ist es auch einfach so. Ich habe auch am Anfang total Sorgen gehabt, okay, wie zieht man das Kind denn richtig an? Aber man groovt sich da einfach so selber rein. Hier ist voll das Mückenvieh. Und draußen ist irgend so eine Biene oder so. Na gut, ich habe jetzt auch lange genug gequatscht. Ich packe jetzt einmal die Babysachen ein, schaue jetzt einmal, was sie anzieht. Ich denke, es wird einfach ein Strampler und ein langer Body drunter. Das ist, glaube ich, so das perfekte Wetter dafür. Ich kann euch das gleich nochmal zeigen, wie das Wetter gerade aussieht. Und der Wetterbericht sagt nämlich auch, soll noch regnen heute Nachmittag. Und da am Wasser ist es auch wieder ein bisschen kälter. Also ich werde auf jeden Fall auch eine Jacke mit einpacken. Weil ich einfach nicht weiß, wie warm das Wetter wird. Ja, aber jetzt habe ich ja die Spucktücher. Ne? Wie gesagt, eins zum Stillen und zwei für so. Die Wickelunterlage, Pampers haben wir noch genug. Ich habe hier noch einen Strampler liegen. Ich glaube, den bekommt ihr einfach an, diesen Strampler. Nehme jetzt also auch mit. Bodies habe ich noch unten. Ich nehme aber noch einen Kurzarmbody mit, weil ich habe unten im Wohnzimmer nur Langarmbodies. Deswegen nehme ich noch einen Kurzarmbody mit, falls das Wetter halt eben ganz krass wird. Nehmen wir diesen hier von H&M, das ist ein Wickelbody. Genau, Latz, hier Dreieckstücher haben wir auch noch unten. Und eine Hose habe ich auch noch unten. Vielleicht nehme ich noch eine dünne Mütze mit. Hier die passende direkt. Passend zum Strampler. die kann man sogar umdrehen. Drin ist sie schwarz, also kann man die auch zu jedem Outfit anziehen. Dann passt das doch. Genau, ich glaube, das reicht. Socken hat sie an. Mehr brauchen wir dann nicht. Windeln habe ich auch noch ganz viele unten und alles parat. Ja, dann nehme ich erstmal das so mit. Und dann schaue ich jetzt, zeige ich euch noch kurz, wie das Wetter draußen ist. Und schaue gleich mal, was ich anziehe. So. Also draußen sieht es übrigens so aus. Wir haben hier das Gerüst noch stehen wegen der Baustelle, weil hier werden ja gerade die Fenster neu gemacht. Genau, das Wetter schaut so aus. Wir hatten gestern richtiges Gewitter und hier ist jetzt alles grau und maddelig, sag ich mal. Hat auch frisch geregnet, seht ihr hier so ein bisschen. Ja, und wie gesagt, ich denke, ich kann es einfach am besten beurteilen, wie das Wetter gerade ist und ziehe sie dann auch dementsprechend an. Und passe natürlich auch auf, dass sie da nicht friert oder jetzt schwitzt oder so. Weil das wollen wir ja auch nicht. So, alles eingepackt hier. Dann schauen wir mal, was ich gleich anziehe. So, bei mir ist jetzt einfach so ein Shirt geworden und eine Jeans. Und ich nehme aber noch auf jeden Fall eine Jacke für mich mit, weil das ist hier halt so dreiviertelärmlich und falls es ein bisschen kalter wird, nehme ich da auf jeden Fall noch was mit. Muss ja bei den Klamotten immer aufpassen, dass sie stilltauglich sind, aber ich denke, das kann ich ganz einfach hochziehen. Still-BH habe ich auch an. Das ist einer von H&M ist das. Und jetzt gehen wir erstmal runter. Ich habe hier noch ein bisschen Wäsche, die ich nachher noch aufhängen muss. Genau, das muss ich auch noch machen. Vielleicht mache ich das jetzt auch noch mal schnell. Ja, damit das schon mal weg ist, ne? Das muss man das nachher noch machen. Wenn es dann schon mal weg ist, ist es, glaube ich, besser. So, Wäsche ist zusammengelegt und hier ist alles aufgehängt. Das bringe ich jetzt gleich noch in den Schrank. Und hier haben wir noch Sachen, die schon zu klein sind. Gewaschen, räumen wir die jetzt weg zum Verkaufen. Genau. Und das räumen wir jetzt erstmal noch ins Babyzimmer ein und dann sind wir auch schon fertig. So, ist alles weggeräumt. Tada! Und mich hat hier jemand besucht, die kleine Maus. Kommt jetzt eine frische Windel, ist nämlich gerade wach geworden. Ne? Nochmal eine halbe Stunde schön geschlafen und jetzt bist du glücklich, ne? Sag mal, bist du glücklich? Ja. Ganz fleißig am Stammel. Oh. Seht ihr heute auch einen Kurzarmbody an gerade? Weil es ist einfach. Ja, die ist nicht warm, die ist nicht kalt. Schön warme Beine. Alles gut. Ne? Alles gut? Mein Schatz.
Ja. Ja. Die lacht. Jetzt gibt es mal eine frische Pampi. Da haben wir gerade die von Hip. Da wollten ja einige auch meine Meinung von wissen, weil ich habe gesagt, ich teste die mal für euch. Ja, die sind ja ganz neu auf dem Markt. Ich stehe hier übrigens, die kann nicht runterfallen, keine Sorge. Und wir haben jetzt die zwei ausprobiert, die Packung ist jetzt auch leer. Also erstmal, was mir aufgefallen ist, ist wirklich für Doofe gemacht. Also hier steht zum Beispiel vorne drauf und hier steht hinten. Also es ist wirklich für Leute, die nicht wissen, wie man eine Windel anzieht, sage ich mal. Und hier steht dann, bei Gelb bin ich glücklich, bei Blau wünsche ich mir eine neue Windel. Das ist eben hier der Streifen, der sich verfärbt, wenn die Babys reinpinkeln. Das finde ich auch ganz praktisch, ist halt süß geschrieben. Und dann hat man hier diese Streifen, ne, diese Streifen. Und hier an der Seite ist ein grüner und hier steht, jetzt bin ich zu groß. Also wenn die, wenn man diesen grünen Streifen sieht, dann sollte man eine nächste Windelgröße nutzen. Bei uns ist jetzt noch genau an der Grenze und wir haben jetzt, glaube ich, noch 3, 4 Stück, die brauchen wir jetzt noch auf. Und dann gehen wir auch an die Dreier. Und hier wird Mama kräftig getreten, ne? Trittst du Mama, mein Schatz? Ja? Strappi. Genau. So, was ich aber sagen kann zu den Windeln, also sie werben ja damit, dass sie super weich sind und das kann ich wirklich sagen. Also wenn man hier schaut, oder das könnt ihr gar nicht wissen, aber ja, die sind echt total weich. Also wenn man die so anfasst, ist es sehr, sehr weich von innen, von außen wie eine ganz normale Windel, aber von innen sehr, sehr weich. Ich bin aber nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie halten gut, sie halten auch dicht. Bis jetzt haben wir noch keine Probleme damit gehabt. Nur ich weiß nicht. Für mich ist jetzt kein Grund, die nachzukaufen. Da tun es auch die von Rossmann, sage ich mal. Also ich habe da jetzt keinen Unterschied gemerkt, außer dass sie halt innen ein bisschen weicher sind. Aber sonst habe ich da keinen Unterschied bemerkt. Und ja, deswegen kann man auch andere kaufen. Aber sie sind auch nicht schlecht. Also dafür, dass Hip jetzt das erste Mal Windeln gemacht hat, sind die auch schon gut. Und für alle, die halt nicht wissen, wie man eine Windel anzieht, auch sehr, sehr praktisch, wie gesagt. Aber jetzt ziehen wir die erstmal an. Wir haben hier auch noch andere. Zum Beispiel die, nee, das sind auch die Hip. Aber hier haben wir auch noch, genau, die von Rossmann haben wir hier. Und ich glaube, da sind auch zwischendrin irgendwo noch ein paar Pampers. Hat sich alles so angesammelt. Und an Dreier haben wir hier auch die alle von Babytypen, also Rossmann. Alles Rossmann, hier auch alles Rossmann. Oder? Ja, alles Rossmann-Windeln. Genau. Aber jetzt sind wir auch ganz zufrieden. Wir probieren einfach mal alles durch. Die haben wir jetzt auch probiert. Ja. Ja, erzähl mal was. Ja, erzähl mal was. Fahren wir gleich Wasserski fahren? Ja, fahren wir gleich Wasserski fahren? Und dann lecker grillen, ne? Lecker grillen. Oh, süß. Oh, süß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt machen wir erstmal die frische Pempi. So. Neuer Bodysitz, Windelsitz, ne? Ich habe den langen Body jetzt hier so ein bisschen hochgekrempelt, wie ihr seht. Hier ist auch noch genug Luft, also hier wird auch nichts abgeschnürt oder so. Genau, falls es einfach kälter wird, könnt ihr ihn einfach aufkrempeln und so ist einfach noch ein bisschen angenehmer, glaube ich, für sie. Socken behält sie an. Ist noch nicht allzu dick. Ganz angenehm, glaube ich. Und jetzt gibt es noch den Strampler hier an. Genau, der ist auch sehr, sehr süß. Hatten wir noch gar nicht an. Das sind nämlich jetzt schon die 62er Strampler. 56 habe ich heute Morgen schon fast die letzten Bodies. Das hier sind die letzten 56er Bodies. Die fallen aber auch sehr, sehr groß aus. Zum Beispiel die von Lidl fallen sehr, sehr groß aus. Und hier habe ich noch einen von H&M und noch einen von Saneta. Genau, die passen noch. Sonst haben wir 62 und auch schon 68er Bodies. Ne? Und ja, auch der hier, wenn ich hier gucke, am Bindelbereich wird er schon ganz schön knapp. Wird auch langsam Zeit, dass wir die 62er Strampler benutzen, weil hier oben sind wir schon echt am Ende. Und hier, wenn ihr guckt, ist auch schon ganz schön stramm am Bindelbereich. Also, die passen auch nicht mehr lang. Ne? Die passen auch nicht mehr lang, mein Schatz. Die passen auch nicht mehr lang. Gritzebacke. Die passen auch nicht mehr lang. Ja, aber super süß, oder? Schaut mal. Richtig niedlich, den Hasen. Hier haben wir noch die passende Mütze. Die zieht sie aber erst an. Oder nur an, wenn es halt eben kälter ist. Aber noch passt es.
Toll. Sie ist wohl ins Wasser gefallen. Gott, wer war das denn? Bestimmt Felix gerade. Na toll. Der würde so eine andere Mütze raussuchen, Baby. Die trocknet bis dahin nicht. Aber schauen wir mal. Aufpassen, die Kleine nicht runterfällt. Hier hinten haben wir so die 62er. Jetzt können wir auch die hier anziehen. Die ist ja auch sehr niedlich. Da mussten wir leider auch schon eine von wegpacken. Oder die hier wird es auch tun. Hauptsache, dass sie nicht so dick ist. Die hier sind sehr, sehr dick. Alle, ja, die sind zu dick. Die ist auch sehr dick und die auch. Ich glaube, wir nehmen die. Ja, wir nehmen die beiden hier einfach mal mit. Dann kann ich je nach Wetter gucken, wie das so aussieht dann. So, meine Lieben, wir sind im Auto. Wir haben meinen kleinen Bruder dabei, der sitzt vorne, ich sitze hinten bei der Kleinen, falls irgendwas ist. Und die hat einen super süßen Strampler. Seht ihr das im Spiegel? Oh, der ist so goldig. Da steht auch ihr Name drauf. Ich zeige euch den nachher nochmal. Aber jetzt ist gerade zu losfahren wollten noch die Post gekommen und ich habe einiges an Paketen bekommen. Und ich wollte jetzt kurz einmal die Stoffe zeigen, weil es sind neue Stoffe angekommen. Damit ich die vernähen kann. Oder weil ich ja nähe, habe ich neue Stoffe bestellt. Und die wollte ich jetzt doch einfach mal zeigen, weil es schon einige interessiert. Und genau, deswegen zeige ich euch die jetzt einfach mal. So, also wir haben hier einmal das Paket. Ich habe kein Messer dabei gehabt, deswegen habe ich es einfach so aufgerissen hier. Schande um mein Haupt. Einmal habe ich hier so, ich glaube, das ist immer ein Meter. Ja, immer alle sind ein Meter mal volle Breite. Einmal diesen hier, den hatte ich schon zu Hause und habe da ein paar Halstücher draus genäht, weil es nur so ein kleiner Rest war. Aber den Stoff finde ich mega schön, für Mädchen und für Jungen, finde ich sehr, sehr schön. Dann habe ich so einen Fuchs hier mitgenommen oder bestellt. Das ist so ein Beige und daneben mit den Füchsen hier, finde ich auch sehr schön. Dann habe ich den gleich mit den Füchsen nochmal in Mint mitgenommen, also nochmal so ein Mint hier, genau der gleiche. Und dann habe ich zu dem Fuchs hier, zu dem nochmal die Kombi, also einmal den gleichen sozusagen, nur ohne Füchse drauf, so als Kombistoff. Dann habe ich hier diesen mit den Schiffchen, den hatte ich auch schon in Schwarz da zu Hause und da habe ich ein paar süße Sachen draus genäht und jetzt habe ich den nochmal in Rot, finde ich auch sehr, sehr schön. Und weiter geht's mit einem roten Anker. Auch sehr schön. Rot ist sowieso eine meiner Lieblingsfarben. Und dann habe ich noch diesen hier mit den Walen. Den finde ich auch ultra schön. Den Walen. Erstmal Wale mag ich total gerne. Aber auch hier diese Muster da drin gefällt mir total gut. Und einmal diesen hier, den wollte ich auch schon immer haben. Und genau, den finde ich auch so süß mit diesen Füchsen und hier mit diesen Häschen und so. Und dann nähe ich der Kleinen auch was Schönes draus. Und das waren auch alle Stoffe, glaube ich. Ich muss gleich nochmal auf meine Bestellung gucken, die ich bestellt habe. Bestellt habe ich bei Traumstoffe. Traumstoffe kann ich euch hier mal zeigen. Ist nicht irgendwie gesponsert oder so, sondern einfach nur, falls ihr auch Interesse habt. Da habe ich bestellt. Super schneller Versand, wurde gestern erst losgeschickt, heute schon da. Also echt tippitoppi. Und da freue ich mich jetzt auf jeden Fall aufs Vernähen. Und die Stoffe sind noch relativ günstig. Ich glaube, ich habe pro Meter 8 Euro bezahlt, was echt total günstig ist, weil es schon doch ziemlich teure Stoffe sind. Und da freue ich mich jetzt auf jeden Fall, die zu vernähen.
eben die Stille hier gerade. Kleine. Die ganze Zeit geschlafen und jetzt so hungrig. Und Felix ist auch hier. Die fahren jetzt immer noch so ein bisschen. Die ganzen Kinder. Und der Grill ist aber auch schon an. Und dann grillen wir gleich erst schön Salate, sehen die schon so lecker auf sie hier rumstehen. Freue mich schon. Ja, und dann geht's auch wieder nach Hause. Aber die Kleine ist wirklich sehr, sehr brav. Schön im Kinderwagen geschlafen, ein bisschen rumgeguckt hier vorhin. Finde das auch ganz, ganz spannend, wie die alle so rumfahren. Ja. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben den nächsten Morgen. Und gestern sind wir nach dem Grill nach Hause gefahren. Und dann haben wir noch ein bisschen was mit meiner Schwester gemacht. Die war ja auch da. Und Kleine schmeißt schon ihre Klamotten durch die Gegend hier. Ganz kräftig am Strampeln, hört ihr, glaube ich. Und dann sind die beiden nach Hause gefahren, wir sind hier oben ins Bett. Also ich war so K.O. Ich glaube, wir sind um 10 oder so echt ins Bett gefallen. Und ja, jetzt dachte ich, nehme ich euch heute noch ein bisschen mit. Aber nicht in diesem Vlog, sondern in einem neuen Vlog. Heute geht es nämlich zum Kinderarzt für uns. Und wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ne? Zum Kinderarzt geht's heute, mein Schatz. Findest du nicht zum Lachen, ne? Nee. Genau, und deswegen will ich mich hier von diesem Vlog verabschieden. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!